Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Dienstagabend hier bei Ihrem BLK-TV. Ministerpräsident Rainer Haseloff hat am vergangenen Mittwoch das Regionalbüro Strukturwandel 2038 der Investitionsbank Sachsen-Anhalt in der Sparkassenhauptgeschäftsstelle in Weißenfels eröffnet. Förderlotsen der Investitionsbank beraten jetzt hier vor Ort. Gemeinsam mit dem Geschäftsleiter der Investitionsbank Marc Melzer, dem Vorstandsmitglied der Sparkasse Burgenlandkreis Jörn Stauch sowie Weißenfels Oberbürgermeister Robby Risch und Landrat Götz Ulrich eröffnete Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff in der Saalestadt das Regionalbüro Strukturwandel 2038 der Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Zentral im Revier gelegen, wird diese ab dem 1. Juli von der Investitionsbank in der Sparkassenhauptgeschäftsstelle am Markt 22 in Weißenfels betreut. Die Förderlotsen informieren und beraten Vertreter der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der Landkreise des Mitteldeutschen Reviers in Sachsen-Anhalt über die Fördermöglichkeiten im Rahmen des Strukturwandels. Unsere Aufgabe ist hier, dem Thema Strukturwandel entsprechend auch mit begleiten, indem wir vor Ort halt auch die Kommunen beraten, begleiten bei den entsprechenden Projekten, um sie dann auch mit zum Erfolg zu führen. Oberbürgermeister Robby Risch sieht das als Zugewinn für die Saalestadt. Ja, wir begrüßen es grundsätzlich. Wir müssen ja im Prinzip wissen, dass die Investitionsbank ja gefühlt immer die Förderbank des Landes ist. Also das ist ein Dienstleister, der den Unternehmen, aber auch den Kommunen zur Seite steht und ein gut Teil auch eine Lotsenfunktion durch das Förderwirrwarr, in diesen Staaten, muss man ja eigentlich fast sagen, weist. Und insofern sind wir froh, dass Sie hier vor Ort sind, dass Sie hier direkt im Revier den Ansprechpartner finden. Und natürlich auch, es ist ja hier die Region, die durch die A9, die A38, aber auch die Nähe zum Flughafen geprägt ist. Und insofern sehen wir hier ganz großes Potenzial natürlich für die Stadt, aber auch für den Landkreis oder andersrum, je nachdem, wie man das lesen will. Und ich freue mich eigentlich, weil wir sind 100 Meter entfernt, meine Kollegen und ich. Und wir werden natürlich sicherlich mit zu den Ersten gehören, die hier den einen oder anderen Termin wahrnehmen. Denn es geht ja nicht nur darum, Fördermittelanträge zu stellen, sondern es geht auch darum, gute Vorhaben zu platzieren und auch letztendlich zu gestalten, auf das eben tatsächlich das passiert, was sich alle wünschen, dass der Strukturwandel nicht zu einem Abbruch in der Arbeitswelt führt, sondern dass eben viele Menschen hier auch zukünftig ihre Heimat finden. Jörn Stauch, Vorstandsmitglied der Sparkasse Burgenlandkreis, zeigte sich ebenfalls erfreut darüber, dass sich die IB-Bank in den Räumlichkeiten hier in Weißenfels eingemietet hat. Ich glaube, mit der Investitionsbank haben wir auch einen guten Partner hier gefunden und ich denke, wir ergänzen uns auch als Sparkasse ganz gut miteinander. Auf Basis der Landesrichtlinie Sachsen-Anhalt Revier 2038 können investive Vorhaben insbesondere zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur finanziert werden. Für das Jahr 2021 wurde entsprechend der Bedarfsmeldungen der vier Landkreise Finanzmittel zur Realisierung erster Vorhaben in dem Bundeshaushalt 2021 eingestellt. Ja, hallo, mein Name ist Jens Schmidt. Ich bin tätig in der Investitionsbank und verantwortlich für den Strukturwandel Revier 2038. Wir haben heute das Regionalbüro der Investitionsbank hier in Weißenfels eröffnet, um wirklich im Kernrevier vor Ort zu sein, die Beratungen vor Ort zu tätigen und natürlich die entsprechenden Bedürfnisse der Antragsteller und Träger entsprechend auch bearbeiten zu können. Zukünftig werden hier als ersten Aufschlag drei Berater tätig sein und wir freuen uns, dass wir hier in Weißenfels gut aufgenommen worden sind, hier in der Sparkasse und wünschen uns gemeinsam viel Erfolg. Mit einer Außenstelle der Investitionsbank mitten im Revier haben die Kommunen nun einen unmittelbaren Ansprechpartner vor Ort. So können Fragen rund um die Förderung schnell geklärt und der Strukturwandel noch besser vorangetrieben werden. Ziel muss es sein, die Region als Wirtschaftsstandort noch attraktiver zu machen und die Lebensqualität zu steigern, so Ministerpräsident Rainer Haseloff.
Neben unseren heutigen Berichten gab es in den letzten Tagen noch mehr Neuigkeiten aus dem Burgenlandkreis. Die wichtigsten davon, die sehen Sie jetzt in unserem Nachrichtenblock. Arbeiten an der Bahnstrecke zwischen Hauptbahnhof Weißenfels und Bahnhof Großkorbita finden vom 29. bis 31. Mai Arbeiten an den Schienen statt. Die Arbeiten werden zum Teil auch nachts durchgeführt. Vor Ort werden im Auftrag der Deutschen Bahn die Schienen geschliffen und Bahnschwellen mit neuem Schotter unterfüttert. Dabei kommen Großgeräte zum Einsatz, die laut sind und Vibrationen erzeugen. Beeinträchtigungen durch Lärm sind auch durch das akustische System möglich, das die Bauarbeiter vor herannahenden Zügen warnt. Weitere Nachtarbeiten werden in der zweiten Jahreshälfte vom 9. bis 11. August notwendig. Über eventuelle Einschränkungen im Zugbetrieb während der Bauarbeiten können sich Reisende online unter abellio.de oder bei der kostenfreien Kundenhotline 0800 223 5546 informieren. Leipziger Straße bald wieder frei. Die Leipziger Straße in Weißenfels wird am 31. Mai wieder für den Verkehr geöffnet. Nach einer knapp neunmonatigen Bauzeit wird der Stadtverkehr wieder umgestellt. Ausgehend von der Klosterstraße und der großen Burgstraße ist die Zufahrt zur Leipziger Straße wieder möglich. In der Gegenrichtung kann die Leipziger Straße bis zum Parkplatz neben dem Fürstenhaus genutzt werden. Weißenfelser Schule wird modernisiert. Moderne, komplett neu eingerichtete Klassenzimmer und Horträume, große Lernflure mit Gruppenarbeitsplätzen und Leseecken sowie eine lichtdurchflutete Turnhalle. Auf das dürfen sich die Mädchen und Jungen der Herder Grundschule freuen. Ein bisschen warten müssen sie aber noch, denn die Sanierung ist noch in vollem Gange. Das gesamte Schulgebäude wurde entkernt, Fußböden und Türen entfernt. Auch die Turnhalle wurde dabei nicht ausgespart und erhielt ein neues Dach sowie ballwurfsichere Fenster. Alleine für die energetische Sanierung erhält die Stadt Weißenfels Fördermittel in Höhe von etwa 2 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Hinzu kommen etwa 283.000 Euro aus dem sogenannten Stark-3-Programm des Landes Sachsen-Anhalt für die allgemeine Sanierung. Geplant waren Gesamtkosten von etwa 5,5 Millionen Euro. Nach den Winterferien kann in der Herder Grundschule also wieder der reguläre Schulbetrieb aufgenommen werden. Na, urlaubsreif? Dann aber sicher. Urlaub an der frischen Luft und in den eigenen vier Wänden, sprich Camping. Hier die fünf besten Bundesländer für Caravaning in Deutschland. Mecklenburg-Vorpommern. Ab dem 14. Juni darf im Nordostbundesland übernachtet werden. Vorteil: Ferienwohnungen und Hotels sind offen, die Campingplätze also vielleicht nicht ganz so voll. Genauso in Bayern. Ab dem 21.05. und bei 7-Tage-Inzidenz unter 100 dürfen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze öffnen. Mit Hygienekonzept natürlich. Nordrhein-Westfalen. Seit dem 15.05. und einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 ist Caravaning auf Campingplätzen erlaubt. Für Genesene, Geimpfte und täglich negativ Getestete. Brandenburg. Inzidenz unter 100 und eigene Sanitäreinrichtung im Mobil? Dann darf hier übernachtet werden. Ab dem 22. Mai. Schleswig-Holstein. Beherbergungsverbot gelockert ab dem 17. Mai. Seitdem kann auch im nördlichsten Bundesland wieder gecampt werden. Aber unbedingt buchen. Ohne Reservierung wird's nirgendwo Plätze geben.
echte Abwechslung. Die beste Musik. Beste Musik. Saalewelle. Hör dich glücklich. Kult-Hits, die besten 90er, 2000er, das Beste von heute. Radio Saalewelle. Das ist deine Musik. Hör dich glücklich. Glücklich. Radio Saalewelle. Glücklich. Zu Hause in Weißenfels. Bei ihrer WBG. Durch die Corona-Pandemie war es vielen Angehörigen nicht möglich, sich gebührend von ihren Verstorbenen zu verabschieden. Deshalb werden in Zeitz, in Naumburg und in Weißenfels Gedenkveranstaltungen organisiert. Das gab der Landrat Götz Ulrich letzte Woche bekannt. Der Umgang mit unseren Toten. Wir haben insgesamt 583 Personen, die an oder mit dem Coronavirus verstorben sind. Und wir sehen ja auch in den Statistiken Woche für Woche, dass die Zahlen zwar nicht mehr so dramatisch ansteigen, aber weitere Personen dazukommen. Viele von diesen Toten sind einsam gestorben. In den Krankenhäusern, in den Heimen gab es oft Betretungsverbote, sodass also die Angehörigen nicht die Möglichkeit hatten, sich von den im Sterben liegenden zu verabschieden. Aber auch Menschen, die gar nicht an dem Coronavirus oder mit dem Coronavirus verstorben sind, aber trotzdem einsam verstorben sind, zum Beispiel in Heimen, denen allen gilt es zu gedenken. Das treibt viele Angehörige um, dieser Umstand, mich auch. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dass wir zum Gedenken an die während der Pandemie verstorbenen Toten drei Requien anbieten werden, die in der Verantwortung des Burgenlandkreises stattfinden. Wir werden hier unterstützt von unserem Sonderbotschafter Thomas Fritsch, der Musiker, Gambist ist und uns geholfen hat, diese Veranstaltung auch vorzubereiten. Und ich möchte schon heute, auch wenn die Termine noch etwas in der Zukunft liegen, bewusst auch zur Mitte des Jahres hingelegt wurden, damit die Infektionslage das dann möglich macht. Ich möchte heute schon für diese Veranstaltungen werben. Und zwar werden diese Requien für die während der Pandemie verstorbenen Toten stattfinden am 30. Juni 2021 in Naumburg in der Stadtkirche St. Wenzel um 18.30 Uhr. Am 7. Juli 2021 in der Stadtkirche St. Marien in Weißenfels um 18 Uhr und am 8. Juli im Dom St. Peter und Paul in Zeitz um 18.30 Uhr. Das sind keine kirchlichen Veranstaltungen, aber ich bin dankbar, dass uns die evangelischen Kirchen, die Kirchenkreise Naumburg-Zeitz einerseits, der Kirchenkreis Merseburg, zu dem Weißenfels gehört, andererseits und die katholischen Gemeinden und Pfarrämter hier unterstützen. Es werden Veranstaltungen des Burgenlandkreises unter Mitwirkung der Kirchen sein und ich möchte schon jetzt alle Angehörigen einladen, diese Veranstaltungen zu nutzen, um würdevoll an die während der Pandemie verstorbenen Toten zu gedenken. Wir werden versuchen, diejenigen Angehörigen, von denen wir die Daten vorliegen haben, dazu auch noch einmal
schriftlich einzuladen. Das wird uns nicht bei allen gelingen. Deshalb wäre ich natürlich auch dankbar, wenn die Presse schon darüber berichtet. Wie groß die Veranstaltungen sein werden, wird sich nach der Pandemielage richten, die dann Mitte des Jahres hier im Burgenlandkreis anzutreffen ist. Geplant ist, dass es eine Art kleinen Totenzug, also ein Hingehen zum Veranstaltungsort mit den Angehörigen und sicherlich auch mit Repräsentanten der jeweiligen Region, den Bürgermeistern, Oberbürgermeistern aus der Umgebung geben kann, auch dem Vertreter der Kirchen und dann in der jeweiligen Kirche bzw. im Dom die Veranstaltung stattfindet. In unserer Reihe Auf ein Wort haben wir die Weißenfelser Unternehmerin Elke Simon Koch getroffen. Sie ist nicht nur Geschäftsführerin der Simon Werbung, sondern auch aktiv im Stadtmarketingverein, beim MBC, im Kreistag, ja, und in vielen Vereinen. Frau Simon Koch, in 17 Tagen wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Wir haben gehört, Sie haben schon eine ganze Menge auf dem Zettel, wenn Sie so den Arbeitstag Revue passieren lassen. Aber was war denn jetzt speziell Ihre Intention, sich für einen Sitz im Sachsen-Anhaltinischen Landtag zu bewerben? Ich bin hier geboren, ich lebe hier und liebe meine Heimat. Ich habe hier mein Unternehmen, ist ja gerade schon erwähnt worden, auch in vielen verschiedenen Vereinen aktiv. Und ich möchte für unsere Region einfach noch mehr erreichen und deshalb trete ich an. Ja, kommen wir zu den eigentlich wichtigen Aufgaben. Jetzt geht es uns ja im Burgenlandkreis nicht gerade schlecht, können wir nicht sagen, das wäre falsch. Aber es gibt natürlich Themen, die seit einiger Zeit oder auch jetzt erst kurzfristig auf dem Zettel stehen. Ich will mal als Stichwort nennen den Braunkohleausstieg im Mitteldeutschen Revier, die Verkehrsinfrastruktur, wo es noch Defizite gibt und natürlich eigentlich ein Dauerthema Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen. Was würden Sie denn als Ihre drei wichtigsten Ziele für den Burgenlandkreis ansehen und für deren Umsetzung Sie in Magdeburg besonders kräftig eintreten möchten? Also der Strukturwandel, der vor uns steht, den sehe ich tatsächlich wirklich auch als die größte Herausforderung an. Weil ich komme ja nur selber aus der Wirtschaft, ich bin Unternehmerin schon seit 31 Jahren, kenne die Wirtschaftsstruktur hier vor Ort wirklich aus dem FF und weiß, was da auch alles dranhängt. Das sind ja nicht nur die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der MIPRAG, sondern auch ganz viele Unternehmen, die dort zuliefern. Und da müssen wir uns darauf einstellen, dass es hier einen Riesenwandel geben wird. Das heißt, wir müssen in erster Linie dafür sorgen, dass wirklich gut bezahlte Arbeitsplätze hier entstehen. Das heißt, wir brauchen Rahmenbedingungen, dass Unternehmen hierher kommen, dass die auch durch schnelle Genehmigungsverfahren, durch Vorhaltung von Gewerbe- und Industrieflächen hier die Möglichkeit haben, anzudocken und hier sich anzusiedeln. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir darauf schauen, dass die Unternehmen, die jetzt vorhanden sind, diesen Umschwung, diesen Wandel auch mitmachen können. Das heißt, wir müssen sie ganz eng begleiten. Dazu braucht man natürlich auch Infrastruktur andererseits, wie zum Beispiel den S-Bahn-Anschluss. Finde ich extrem wichtig, dass wir den S-Bahn-Anschluss hier zu uns bekommen, damit auch die Anbindung an die großen Regionen gegeben ist und ich sage mal auch gerade für junge Leute die Möglichkeit besteht, hierher zu kommen. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass man schaut, dass zum Beispiel Gründergeist mehr entsteht, dass also kluge, junge Menschen, die gute Ideen haben, hier in unsere Region kommen. Das heißt also Coworking Office Areas beziehungsweise andere Möglichkeiten, wo sich Gründer hier niederlassen können, dass sie auch eine Atmosphäre spüren, wo die sagen, okay, hier sind wir willkommen. Das heißt also das Thema Wirtschaftsförderung im weitesten Sinne, und da gucke ich jetzt auf die Stadt, da gucke ich auf den Landkreis und dann gucke ich natürlich auch nach Magdeburg. Und das muss alles zusammenspielen, damit die Möglichkeiten, die ja im Strukturwandel da sind, auch wirklich gut genutzt werden können und wir hier gute Arbeitsbedingungen haben, Top-Arbeitsplätze und dass wir wirklich für die Zukunft gut aufgestellt sind. Besonders der Handel und der Mittelstand, denen wurde ja durch die Pandemie das wirtschaftliche Überleben sehr schwer gemacht.
Sie sind auch Vorsitzende des Stadtmarketingvereins in Weißenfels. Das heißt, Sie haben den direkten und kurzen Draht zu diesen Einzelhändlern in der Stadt. Was ist Ihre Meinung? Was muss die Landesregierung nach Corona, aber auch jetzt vielleicht schon, anbieten, um gerade diesen Betrieben und vor allen Dingen dem Leben in den Innenstädten wieder auf die Beine zu helfen? Also ich denke, dass einige Schritte schon richtig gegangen wurden. Also ich gucke da nur mal an ein Programm, was vom Landkreis aufgelegt wurde, um die Unternehmen in den Innenstädten zu unterstützen. Wir haben das als Stadtmarketingvereine auch zusammen mit den anderen Städten, da haben wir uns zusammengetan, haben geguckt, was würde jetzt den Händlerinnen und Händlern wirklich konkret helfen. Dann brauchen wir aus meiner Sicht unbedingt das Thema Digitalisierung, auch im Sinne von Nachweis von Impfgeschichten bzw. Testsachen. Und wir brauchen ein größeres Bewusstsein dafür, dass die Menschen hier vor Ort einkaufen. Denn der Händler kann natürlich nur leben, wenn die Leute hier einkaufen. Das heißt also, wir brauchen auch den digitalen Weg zum Händler. Da haben wir als Stadtmarketingverein, denke ich, ein ganz gutes Programm aufgelegt. Alles im Ehrenamt auch gewuppt, ja. Und jetzt muss man natürlich gucken, dass das Thema Wirtschaftsförderung, ich habe es vorhin schon gesagt, dass eben auch wirklich Händler wieder hierher kommen können, dass die, die jetzt noch da sind, konkret unterstützt werden. Das kann dadurch unterstützt werden, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt Veranstaltungen, die wir jetzt machen, wo also Leute in die Innenstadt gelockt werden, wo wir auch da entsprechende Hilfestellungen geben, dass man natürlich auch Flächen, die vielleicht jetzt noch nicht so gut genutzt werden, dass wir aber auch Möglichkeiten haben, zum Beispiel die Außenflächen noch zu erweitern, dass wir einfach mehr Leben in die Städte bringen, weil das ist wirklich ein Riesenproblem. Klar, viele haben jetzt übers Internet bestellt. Ich muss ehrlich sagen, wenn man das gewollt hat, man hat die ganze Zeit über sich komplett einkleiden können, auch in der Stadt. Ich habe das immer gemacht. Das ist für mich Ehrensache und ich glaube, wir müssen da auch als Gesellschaft noch mehr Augenmerk drauf legen, die Leute anstecken im positiven Sinne, dass die Wertschöpfung hier vor Ort bleibt. Und ich gucke auch mal noch ein Stück weit nicht nur auf die Händler, die jetzt wirklich extrem gebeutelt sind, sondern auf die Gastronomie und auf die Handwerker, die wir ja auch hier haben. Und da muss ich ehrlich sagen, wünsche ich mir in Zukunft, dass wir mehr darauf achten, dass die hiesigen Unternehmen eingebunden werden in Investitionen hier vor Ort. Weil am Ende bleibt dann das Geld hier, das Geld wird hier ausgegeben. Wie sagt man so schön, das Geld muss im Ländle bleiben. Und diese Denke, die wünsche ich mir in allen Ebenen. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun dran. Und da möchte ich auch mit ansetzen, weil nur wenn wir das so selber in die Hand nehmen, kann das auch funktionieren. Ein Hallo an alle Krisenkämpfer. Wo gibt es Hilfskredite? Wie belastbar ist mein Geschäftsmodell? Wie belastbar sind meine Finanzen? Was wir tun? Unbürokratisch und kurzfristig helfen. Telefonisch. Online. Per App. Oder Mail. Bleiben Sie gesund. Oder werden Sie es ganz schnell wieder? Gemeinsam dadurch. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Freunde alter Busse konnten sich in Naumburg den bis zur Wende produzierenden Fleischerbussen erfreuen. Die einzigen noch in der DDR produzierten Fahrzeuge waren sozusagen die Premium-Fahrzeuge in unserem Land. Schauen wir zurück ins Jahr 2018. Buskomfort von früher, das gibt's heute nicht mehr. Stehlampe am Sitzplatz, Tischchen, aber das gibt's noch in Fleischerbussen. Von Fritz Fleischer gebaut in Gera.
leider heute nicht mehr existent, die Firma. Rund 1000 Busse sind gefertigt worden und rund 20 davon, die gaben sich in Naumburg auf der Vogelwiese ein Stelldichein. Und wir haben mal uns mit einem Besitzer eines Fleischer S4 unterhalten, nämlich mit dem Herrn Götzel aus Langendorf. Jetzt haben wir Platz genommen in einem dieser wunderschönen Fleischerbusse und der gehört Klaus-Peter Götzel aus Langendorf. Herr Götzel, ich habe mal ein bisschen vorher nachgelesen. Diese Fleischerbusse kommen ja aus Gera, waren aber in der DDR ja so ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, Mangelware. Ja, sie waren Mangelware und der Fritz Fleischer hat die Fahrzeuge nach Kundenwunsch gebaut. Es wurde eigentlich alles verwendet, was greifbar war. Wir hatten ja eine Mangelwirtschaft und es wurden Fahrwerksteile von LKWs verbaut, also sprich den IFA W50, die ersten Fahrzeuge von S4000, Getriebe ebenfalls S4000, W50, Motoren von Nordhausen, den Einheitsmotor W50, jedermann bekannt als Vierzylinder, beziehungsweise den Schönebecker als Sechszylindermotor. Ja, ich habe gelesen, es war so, wenn man so einen Bus haben wollte, musste man beim Meister Fleischer die Teile mit anliefern und manchmal sogar mitarbeiten, sonst gab es da gar nichts. Ja, ich habe das auch schon so gehört. Ich selber bin ja noch zu jung dazu und quasi als Quereinsteiger im wirklichen Leben betreibe ich ein kleines Transportunternehmen. Und die Veteranen haben das so erzählt, sie mussten mit anliefern, mussten teilweise mitschrauben. Es wurde auch in der eigenen Werkstatt mitgeschraubt. Also es kam da alles zum Tragen. Wenn man sich jetzt Ihren S4 mal so anschaut, Herr Götzel, dann erinnert mich das doch sehr stark an die Setra-Busse aus dem westlichen Teil der Republik. Gab es da irgendwie so eine Verbindung zwischen den beiden Marken? Ja, da gab es eine sehr merkwürdige Verbindung und zwar ein gewisser Konstrukteur, der Klaus Sebold, hat die Fronten vom sozialistischen Lager in den Westen gewechselt und hat wahrscheinlich seine Ideen damit rübergenommen. Jetzt gibt es ja gar nicht mehr so viele von diesen Fleischerbussen. Heute steht hier eine ganze Menge da. Wie sind Sie denn an Ihren S4 gekommen? Ja, da ich in der Transportbranche tätig bin, hatte ich mal 2003 eine Einladung nach Schweden in das Volvo-Werk. Und damals waren sehr viele verrückte Unternehmer mit dabei. Und jeder hat am Tisch gesprochen, was er so für Veteranen in der Garage hat und was gesucht wird. Und bei mir war da die Suche nach einem Bus. Und da wurde ich sofort weitergeleitet und bin eigentlich zu diesem Fleischerbus dann gekommen. Ja, und wenn man sich den anschaut, ist ja schon ein bisschen fast wie aus der Fabrik. Aber ich denke mal, so haben sie ihn nicht vorgefunden. Nein, er war nicht in dem Zustand. Er war ein bisschen modifiziert worden als Partybus. Also es gab keine Sitzeinbauten, die Tische waren nicht vorhanden. Also eigentlich restaurierungswürdig. Dann haben sie losgelegt und heute steht draußen dran, der 70er-Jahre-Bus. Und Sie bieten den heute an für verschiedene Ausfahrten, oder? Ja, wir bieten den an für verschiedene Ausfahrten, Jubiläen, Hochzeiten, alles Mögliche, wo sich Leute erfreuen wollen. Dann sagen wir vielen Dank, Herr Götzl, und noch viel Spaß mit Ihrem Fleischer S4. Beim Treffen der Fleischerbusse in Naumburg waren auch eine ganze Reihe von ehemaligen Mitarbeitern von Fritz Fleischer aus Gera mit dabei, aber auch aus Zuliefererbetrieben. Bei uns am Tisch jetzt Klaus Winzer, der ist gestern Abend stilecht mit einem Fleischerbus hier angereist. Herr Winzer, was haben Sie zu Fleischers Zeiten an den Bussen gemacht? Also wir haben, also mein Kollege und ich, wir haben die Radio-, Fernsehanlagen, Mikrofonanlagen eingebaut. Die Mikrofonanlagen waren eine Eigenentwicklung von uns. Da es nach dem Wegfall der Produktion vom H6 keine Busanlagen mehr in der DDR gab, waren wir gezwungen, Eigenentwicklungen herzustellen. Und wir haben das bis zur Wende immer wieder neue Verstärker entwickelt. Und wie gesagt, das alles auf Kundenwunsch für die Fahrzeuge und von den Kunden. Und da gab es eine Standardanlage. Und dann gab es auf Kundenwunsch Anlagen mit 2, 3 und mehr Mikrofonen, dann mit Mikrofon hinten an der Toilette für die Stewardess, die hat einen extra Stewardessplatz gehabt, konnte sie von hinten sprechen, Reiseleitermikrofon und ein Mikrofon an der A-Säule, Schwanhalsmikrofon für den Fahrer, sodass die
immer, sagen wir mal, kommunizieren konnten und mit Vorrangschaltung, sodass, wenn der Fahrer was zu sagen hatte, die anderen Mikrofone in dem Moment tot waren. Also sie konnten nicht machen, was wollen. Aber die anderen konnten nicht zum Fahrer eingreifen. Das war vorgegeben so. Also doch schon großer Standard zu Zeiten von Fleischerbussen. Was ist Ihre Meinung, was hat denn diese Fleischerbusse so ausgezeichnet und warum wurden sie nicht mehr verbreitet zu DDR-Zeiten? Es ging ja nicht, die Busse zu verbreiten. Die Busse waren erstmal von einer unheimlich hohen Qualität. Sie laufen ja heute noch, also einige. Und waren sehr, sehr zuverlässig und komfortabel. Sie waren vom Prinzip her, könnte man sagen, die besten Busse im Ostblock, gesamten Ostblock. Fleischer hatte ja sogar Anfragen gehabt zu exportieren, aber es wurde von der DDR-Regierung blockiert. Und Fleischer ist ja streckenweise vom Materialzulieferung abgeschnitten worden. Die Kunden mussten ja Teile anliefern, Achsen, Getriebe, Maschine und so weiter. Und alles, was es eben so an Aggregaten gab, mussten sie anliefern. Weil es eben, es gab nichts. Und sie mussten einen alten Fahrzeugschein, einen alten Fahrzeugbrief anliefern. Da der Unternehmer oder der Kunde, der einen neuen Bus wollte, musste einen alten Bus ausrangieren. Und daraufhin kriegte er die Genehmigung. Das ging ja über Rat des Kreises und ach was weiß ich, über alle möglichen Institutionen, bis er die Genehmigung gekriegt hat, einen neuen Bus. Und die galten als Reparaturumbau. Und wurde vieles auf Kundenwunsch, Sonderwunsch gebaut. Also es war für die Zeit, waren sie, sagen wir, im Osten der Zeit weit voraus. Mitten unter den Fleischerbussen steht auch ein Bus, der in der DDR der Dreh- und Angelpunkt des Busverkehrs war, nämlich der Icarus. Neben mir der Besitzer des Busses, der Lutz. Lutz, der hieß ja im Volksmund Schlenki. Warum eigentlich? Oh, warum hieß der Schlenki? Weil ein Anhänger noch dran ist und der hinten mitgelenkt ist und wenn man ein bisschen ja, in Kurven ein bisschen schärfer mal einlenkt oder im Gullideckel rumfährt, dann tut das hinten schön das Heck rechts und links ausschlagen. Das hat Ausschlenkin. Ja, so ähnlich so. Und die Kinder hatten immer massiven Spaß dabei. Jetzt muss ich natürlich fragen, Lutz, bist du selber zu DDR-Zeiten mit so einem Bus gefahren? Warst du mit so einem Bus unterwegs oder hat das jetzt erst in der Neuzeit begonnen? Nee, ich bin früher schon als Busfahrer gefahren. Und wie waren diese Icarus-Busse so? War das ein Bus, wo man sagte, jawohl, da kam man gut mit zurecht oder hat er auch so seine Macken gehabt? Also ich hatte keine Probleme mit dem Bus. Also ein Icarus kommt man um jede Ecke. Wir fahren mit dem, waren wir schon zweimal in Ungarn, fahren wir jetzt im September wieder zu 70 Jahre Icarus mit Fahrgästen. Kein Problem, macht er. Also hat man gut zu tun mit dem Icarus? Ja, wenn man sich darum kümmern würde, hätte man noch mehr zu tun, aber wir müssen ja auch noch arbeiten gehen nebenbei. Alles klar. Lutz, wir sagen vielen Dank. Komm gut wieder nach Hause mit dem Icarus und noch viel Spaß hier auf dem Fleischerbus-Treffen. Dankeschön. Und damit, liebe Zuschauer, sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche. Sie ist ja ein bisschen kürzer. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, am Freitagabend wieder hier bei Ihrem BLK-TV. Also dann machen Sie es gut. Bis zum Freitag. Tschüss.